Hi, hallo Leute, heute ist Salva wieder am Start mit meinem Overuse-Team gegen Rydia mit seinen, es ist übrigens ein Kerl so nebenbei, Chesuria mit Life Orb, Fosteka, Gengar mit Fokusgurt, Mega Bibor, ein physisch-defensives Zwickung und ein Wahlglas Raikou. Ich mit meinen eigentlich ganz klassischen Kapils, Galagladi, Dragoran, bis auf Minotic ist eigentlich Rist. Eher ein klassisches Set. Und zu Minotic dazu noch später. Ich fange an mit meinem Kapels, er mit seinem Raikou. Da sagte ich so, verdammt, ich habe eher Fosteka oder Swicken erwartet. Deswegen nach Fußpins musste jetzt wechseln auf Stalabor. Und leider kassierte ich einen Sondersensor, aber das kann ja Stalabor gut predikten. Stahltyp und so Zeug. Aber er hat Wahlglas und er landet auch im Volltreffer. Macht gut Damage, aber wechselt natürlich, er will ja nicht drinbleiben gegen Stalabor, auf seinen Gegner. Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, es wird ja vorhin gewarnt, dass ich überbücken kann. Und er wechselt auf Gegner. Er denkt sich so, haha, ich habe Schwebe. Überbrückung, verdammt. Das gleiche zählt auch für Rotom-Spieler. Und ja, ich bin gescarft, deswegen bin ich nochmal reingegangen. Er ist ja gefokust kurz und er ist drin geblieben. Er dachte wahrscheinlich, dass er schneller ist, keine Ahnung. Hätte er sein können, weil sonst hätte er gemessen auf Sekunden, wird es locker getankt. Er holt seinen Fosteka rein. Da bin ich sofort auf meinen Dragoran geswitcht und er hat es predicted mit Wortwechsel. Somit hat er mein Multischuppe ruiniert. Ich dachte, er macht den Tarnstein, da kann ich mich locker boosten, aber nein, er muss alles ruinieren. Und da holt er noch sein Bibo rein. Ich switche wieder. Diesmal auf mein Panzeron, da ich keinen Bock hatte, Schaden zu kassieren. Da ich Dragoran noch boosten lassen wollte und ich aber keinen Rüst zum Heilen. Deswegen mein Panzeron. Er macht Gift-Tipp, keine Wirkung. Läuft. Und switcht. Und holt Fosteka rein. Da dachte ich so, okay, ja, holst du rein, ist doch kein Problem. Mach einfach die Tarnsteine und ich hab keine Wirbelbild, ich hab anstelle Wirbelbild habe ich Verhöhner drauf. Und Verhöhner auf Fosteka. Aber der Junge verarscht mich wieder mit Fortwechsel. Er verarscht mich mit dem scheiß Fortwechsel. Ah, wie mich das genervt aus. Er switcht auf Raikou. Da dachte ich so, nicht schon wieder. Und zuerst bekommt er Tarnstein-Damage und. Ey, genau, er dachte, dass ich wegswitche, deswegen macht er auch Kraftreserve. Dabei habe ich mich geroostet. Ich bin einfach drin geblieben. Ja, why not? Ich habe eigentlich Panzer nicht wirklich mehr gebraucht, bis auf den Chesuria, weil er wegen Beulenhelm Schaden hat. Und er wechselt auf Suicune. Das ist das, was mir am meisten Sorgen gemacht hat, ehrlich gesagt. Denn das ist ein physisch-defensiver mit Gedanken. Gut, das ist richtig ekelhaft, das ist. Ich habe auch Sturzflug gemacht auf Raikou, weil ich meine Kraftreserve, was wir damit machen, ich könnte ein bisschen Damage machen, mit Sturzflug, auch wenn das nicht effektiv ist und Panzer und keine Angriffswerte hat. Ah, aber er hat auf Suicune gewechselt. Und er boostet sich mit Gedanken. Das fängt schon an, Leute. Das fängt schon an. Ich finde aber die Animation richtig geil von Gedankengut. Also von Suicunes Gedankengut. Er denkt so richtig, er denkt so. Also ich meine, Gegensatz zu anderen Viecher, der denkt ja richtig. Ich habe ihn verhöhnt. Schon wieder. Und ja, und wollte switchen. Aber er hat es auch getan. Auf Fosteka. Da dachte ich so. Hätte doch nicht switchen sollen. Aber egal. Ich habe auf meinem Milotic geswitcht. Das ist jetzt nebenbei zu meinem Milotic. Nicht gerade ein defensives Set, es ist ein Mix-Set. Es ist, ich glaube, es ist ein mäßiges Wesen. Aber mit Special Defense und nicht gerade Full KP, ein bisschen Int hat das auch noch. Er setzt zum ersten Mal seine Tarnsterne ein. Kassiert Zieberwasser, kassiert nochmal. Das macht sogar gut Damage. Okay, Fossil hält auch speziell nicht gerade viel aus. Und holt seinen Raikou rein. Da dachte ich so, soll ich wechseln auf Stalabor?
Oder soll ich drin bleiben und meine Geheimattacke einsetzen? Denn ich könnte ja Donnerblitz überwinden, denn ich bin schlussendlich am Niederzug. Ja, ich bin drin geblieben, hab Spiegelcap eingesetzt, hab's überlebt. Dann dachte er sich sicher so, what the fuck? Das kam so richtig unerwartet. Das ist auch so eine spezielle Attacke von mir. Ich glaube nicht, dass Leute so Melodie spielen, ich glaube, es ist eher selten der Fall. Er holt seinen Jesurio rein, er sagte vorher, mein Jesurio ist auf Full KP und Full Angriff. Ja, wollen Sie jetzt plötzlich schneller als mein Melodie? Ja, lügen wir. Macht Abschlag, schlägt meine Überreste und killt mich, dann live Orb. Ich hole meinen Galagladi rein, mein Blade, mein Galate. Und wollte nicht riskieren auf dem Schwert, also hätte auch Eisenschäden machen können und dann noch hinterher noch einen Tiefschlag. Deswegen bin ich offensiv auf Ableitchip gegangen. Ist er da hat er trotzdem gewechselt auf Suicune. Ich meine, ja, no Risiko. No Risiko, no Farm. Und ich habe mich schlussendlich gemegert. Ableitchip macht. Sollte nicht viel Schaden machen, macht es auch nicht. Das ist ja halt ein Zwickung. Und da wollte ich, da dachte ich so, was soll ich machen? Da kommt der Siebewasser und könnte mich verbrennen. Ich habe mich schlepp getanzt. Wow. Ich hatte Schmelztanz eingesetzt. Aber er ist jetzt Erholung. Also ich hätte auch Erholung einsetzen müssen. Das war so ein freies Schwert eigentlich für mich. Und auch ein freies Erholung für ihn. Er hätte es eben wie gesagt einsetzen müssen, weil er halt sonst beim nächsten Zug sterben würde. Ich habe noch mal Schmerztanz eingesetzt, weil ich wusste, dass jetzt Siebewasser kommt mit Schlafrede. Und tatsächlich tut es auch. Bei ihm kommt es immer. Es kommt immer Siebewasser. Aber bürgt mich nicht. Da habe ich 10 Kopfschuss eingesetzt, weil es am meisten Damage macht. Und er schlägt zurück. Da hatte ich ein Déjà-vu, wie bei dem Kampf gegen Ferinara beim letzten Part. Und er überlebt sogar mit zweimal Schwertern. Wow. Ableitchip, mein Finisher-Move. Das ist genau so gleich beim Ferinara-Kampf, wirklich. Und killt Suicune. Ja. Er holt sein Beavor rein. Was? Also, Beavor bekommt zuerst mal Tarnstein-Damage, aber das ist eigentlich unnötig. Denn ich habe zum zweimal Schwertanz. Und Schattenstoß, also ich meine, Bibo hält physisch nichts aus. Und zwar mal Schwertanz, vergiss es. Er holt seinen Jesurio rein, ich glaube, das war auch dann sein letztes Weg. Ja, und setzt keinen Tiefschlag an, das fand ich ein bisschen komisch. Und bekommt einen Ableitiefschaden. Ja, vierfache Schwäche plus viermal Schwertanz, das ist gleich tot schlechthin. Also der Jesurio gehört jetzt vergraben. Und somit gewinne ich gegen Rydia. Ja, bis bald.